Warnung! Ja, die Leute, die sich nicht auskennen mit den Kräutern, die ich hier heute zeige, probiert die lieber nicht, macht euch erstmal schlau. Aber jetzt geht's los. Hi Leute! Ja, heute ist ein schönes neues Video. Es ist sehr laut, der Wind ist sehr stark, entschuldige. Ja, heute bin ich mit meiner kleinen Schwester unterwegs. Hi! Aber die ist größer als ich. Ich werde heute sie ein bisschen motivieren, eine schöne Kräuterkunde-Welt zu zeigen, die man ja auf jeden Fall essen kann. Kommt mit! Lasst euch inspirieren, einfach mal die Kräuterwelt kennenzulernen. Bin mal gespannt. Hier, das ist schon mal die erste Pflanze, die ich gefunden habe. Das ist die Knoblauchsrauch. Schmeckt sehr nach Knoblauch. Kann man essen. Sehr lecker. Wir suchen mal die nächsten Pflanzen. Oh, ist das viel Wasser. Das ist wirklich viel Wasser. Ja, rüberspringen. Ich versuche mal hier. Oh mein Gott. Hier haben wir eine schöne Stelle. Hier haben wir so einen schönen Baum, abgestumpften Baum. Da wächst schon mal die Taubnessel. Die ist auch essbar, komplett die Blätter und die Blüten. Schmeckt sehr schwierig zu sagen, ne? Auf jeden Fall sehr nach Pflanzen, aber die Blumen sind sehr süß. Weiter geht's. Der Giersch, wer kennt den nicht? Das schön in Tomatensalat, bisschen Knoblauch reinschnibbeln, sehr lecker. Hier, das ist der Giersch. Drei Stiele, drei Blätter. Dreieckig der Stiel. Ganz einfach zu merken. Weiter geht's. Und wie schmeckt's? Lecker! Perfekt! Schön! Ja, ich habe noch was gefunden. Das ist der Gundermann, der wächst hier schön am Fluss. Der hat auch schöne lilane Blüten, die kann man gut im Salat reinpacken. Die Blätter kann man auch essen, auch sehr lecker. Die Merkmal, ne, nierenförmig. Lass mal probieren. Ja. Schmeckt auch komplett wieder anders im Geschmack. Kann ich gar nicht erklären, wie der Geschmack ist. Ihr müsst mal selbst den Gundermann probieren. Aber ein sehr, sehr dominanter, starker, bitterer Geschmack. Nicht für jeden gut. Oder gut schon, aber im Geschmack wahrscheinlich sehr bitter für jeden. Für viele Leute. Ja, schon bitter. Ja, ne? Ja, wenn man sowas macht, viel Kräuter isst, nimmt Wasser euch mit. Der Hals ist voll mit Kräutern. So, ich habe jetzt noch was gefunden. Das ist die Brombeer. Die Brombeerblätter kann man auch essen. Aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht sticht, weil unter den Blättern ist so kleine Nägel noch dran. Oder Stachel, besser gesagt. Und die kann man auch essen. Und die finde ich sehr lecker. Die sind auch ein bisschen pappig im Mund, wenn man raufbeißt. Aber irgendwie fühlt das sich an, dass es richtig stabil wird, der ganze Mund, diese Mundflora. Hammer, gute Pflanze. Wenn man irgendwie Mundprobleme hat, macht das die Wunden, schließt das irgendwie oder hilft den Mund stabiler zu werden. Gute Pflanze. Mhm. Oh ja, ich sehe gerade einen Blick, ist sehr bitter. Ja, aber sehr bitter. Das sind Pflanzen, ne? Bitter und gesund. Hat man von Omi auch gelernt und von Disney-Filmen. Ne? Medizin darf nicht schmecken. Medizin ist eklig. Aber hilft. Aber hilft, ja. Irgendwie finde ich nichts mehr. Weißt du vielleicht, was es noch gibt? Löwenzahn? Löwenzahn, ja, okay, dann suchen wir den mal. Dann los, nach der Suche. Wir haben jetzt eine gefunden. Die kann man essen, die ist schön süß im Sommer. Ja. Von den Wurzeln kann man Kaffee machen, das weiß ich von Micha. Stimmt. Und ja. Die kann man auch essen. Oh, jetzt will ich aber auch noch. Oho. Was auch richtig lecker ist, das glaubt fast keiner. Der Stiel ist so süß. Das Weiße da drinnen ist wirklich richtig süß und es knackt wie Chips. Voll geil. Oh, Stiel, das muss man mal probieren, das ist wirklich lecker.
Boah. Wirklich, Leute, wenn ihr anfangen möchtet, Kräuter zu essen, fängt erstmal mit leichten Sachen an, die schmecken. Und die Stängel schmecken richtig gut. Und? Mhm. Lecker, ne? Mhm. Ja. Süß. Oh, es duftet hier. Was ist das? Genau. Die Kirsche. Sehr lecker. Die Blätter könnt ihr auf jeden Fall essen. Schmeckt wie, ich sag immer, wie Waldmeister. Wirklich richtig lecker. Und die Blüten könnt ihr auch alle essen. Richtig lecker. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Noch besser. Nein. Aber schmeckt ein bisschen besser als Löwenzahn, ne? Ja, viel besser. Leute, und der Birkenbaum, die Blätter, könnt ihr für Tee benutzen und ihr könnt die auch essen. Auch sehr lecker. Die sind, finde ich, manchmal so harzig an den Blättern. Aber dieser Harz schmeckt. Das hat was. Sehr lecker. Mhm. Ein bisschen wie die Leute, die das schon mal ausprobiert haben. Ihr könnt Harz auch lutschen und essen. Ich finde, das ist gut für die Zähne. Und das ist ein bisschen genauso. Gucken, wie das schmeckt. Ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen komisch. Also die Dinger beiß ich nicht. Du musst die Blätter essen. Das sind die Samen. Schreibt mal gerne mal in den Kommentaren, kann man diese Samen essen? Komischer Geschmack. Schon harzig in den Zähnen, finde ich. Aber nicht bitter. Nicht bitter, genau. Nee. Das ist, irgendwie mag ich diesen harzigen Geschmack im Mund, weil das tut irgendwie die Zähne voll gut. Mhm. Ja, cool. Sehr lecker. Hier sind ganz viele Gänseblümchen. Hier. Die probieren wir mal jetzt. Lecker? Lecker, süß ein bisschen. Mhm. Ja, eigentlich nur süß. Ah, cool. Man sagt auch, die schmecken auch nussig. Nussig. Ein bisschen, ein kleines Nachgeschmack vielleicht. Weiß ich nicht. Schwierig, ja. Ganz schwierig. Mhm. Die schwierig. Konsistenz ist wie Nuss, ein bisschen. Wenn man die Nuss komplett kaputt gekaut hat. Mhm. Aber die Süße schmecke ich auch raus. Schmeckt ein bisschen auch wie Giersch. Hm. So, es geht jetzt hier runter. Wir suchen. Ja, wir suchen jetzt erstmal hier tief im Wald. Tief im Wald erstmal neue Pflanzen. Ja, cool, let's do it. Komm, Schwätzer, Schwätzer. Ja, Bruderherzchen, ich komme. Leute! Leute, es gibt wieder Sauerklee. Sehr lecker, das ist die beste Pflanze für Einsteiger, weil die einfach nur nach Zitrone schmeckt und es ist lecker und wirklich erkennbar, wirklich sehr einfach. Sauerklee. Schaut, macht euch mal im Internet schlau über diese Pflanze. Ich liebe Zitrone, das muss ich probieren. Ja, das musst du auf jeden Fall probieren. Also eine meiner Lieblingspflanzen in der Natur. Mm. Oh. Richtig sauer hier. So. Dann bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Boah, die sind richtig schön. Mm, ich hab die immer noch im Mund. Mmh, es kribbelt. Ja, ne? Mmh. Okay, das schmeckt dir also. Okay, cool. Dann geht's jetzt mal weiter. Die hatten wir ja schon. Kirschen. Die hatten wir schon. Okay, hier gibt es nichts mehr. Wir suchen weiter. Wir müssen hier nur rüberkommen. Sehr gut zu viel. Oh mein Gott. Oh nein. Ist das tief. Oh nein, komm da raus. Okay. Okay, Leute. Es wird schlimmer. Aber es geht weiter. Alles gut? Okay. Digga, sie rutscht.
Und so sieht das aus, wenn man Kräuter sammelt. Jetzt ist mal eine Pause. Und eine kleine Pause. Ich weiß nicht, ob man mich hier hört, aber ich habe hier die Vogelniere. Sehr lecker. Kann man auch in Frischkäse zusammenmischen. Und kann man da so einen schönen Kräuterfrischkäse rausmachen. Sehr gut. Wirklich. Schmeckt wie Kresse. Das wird spannend. Leute, ich habe noch die Sauerampfer gefunden. Yay! Voll windig. Aber richtig lecker. Schmeckt auch so wie Sauerklee. Aber die nennt man Sauerampfer. Schmeckt richtig lecker. Kann man auch essen. Schmeckt genauso geil. Ich finde einen Tick besser, weil man so viel davon hat. Hammer. Hier. Wie eine Zitrone. Ja, ne? Boah. Wow. Geil. Ja, voll. Ja, die Brennnessel, wer kennt sie nicht, tut weh in den Händen, aber wenn man die erstmal schön platt bekommen hat, kann man die im Mund nehmen und hat ganz viel Eiweiß, sehr, sehr gesunde Pflanze. Auch wieder ein komplett anderer Geschmack. Die Kräuterwelt hat wirklich so leckere Geschmäcker, ihr glaubt das nicht. Jede Pflanze schmeckt anders, das ist wirklich schön. Das ist richtig spannend. Ja, Leute, weiter geht's, ne? Jetzt essen wir einen Apfel und schöne Nüsse. Erstmal zur Hälfte teilen. Ja, eine kleine Pause, ne? Und dann geht's gleich weiter. Mal gucken, was wir noch finden. Ja, Leute, der Spitzigerich, auch eine sehr, sehr schöne Pflanze. So sieht sie aus. Ja, ist auch gut für Wunden, wenn man so kleine Schuhwunden hat oder so kleine Risse. Könnt ihr das schön klein vermatschen und das, die Flüssigkeit dort drauf packen. Sehr gut. Ist aber auch essbar. Ist aber sehr, sehr bitter. Ist nicht für jeden. Ich glaube, wir haben bald alle Kräuter, Leute. Wir haben bald alle. Die ich kenne. Aber es gibt immer noch so viele, das glaubt ihr gar nicht. Ey, das ist heftig, diese Kräuterwelt. Boah, richtig bitter. Ja? Mhm. Sehr bitter, aber soll helfen. Soll helfen, genau. Das ist mal was anderes, aber es ist ein Ameisennest. Hier könnt ihr auch was Leckeres rausgewinnen. Das, was sie zum Abwehr benutzen. Das kann man nehmen. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr nehmt ein kleines Blattlein und legt das so auf den Ameisen drauf, ganz langsam. Und dann fangen die an, sich abzuwehren. Und das Zeug kann man lecken und zu sich nehmen. Schmeckt genauso lecker wie Sauerampfer und Sauerklee. Da müsst ihr einfach nur eine schöne Stelle finden, wo ganz viele Ameisen sind. Hier sind viele. Dann macht ihr so. Da fangen die schon an. Ihr müsst aber aufpassen, dass sie nicht auf eure Hand laufen. Weil das tut weh, wenn die darauf spritzen. Hier bin ich, ja. So, und dann? Ja, riecht auch richtig interessant. Voll lecker, ich zeig das mal Michaela. Siehst du das? Ja, das riecht voll süß. Interessant, so habe ich das auch noch nie gerochen, dass es süß riecht. Ich finde, das riecht immer sehr, sehr stark nach Säure. Schmeckst du das? Interessant, ne? So sauer und süß. Interessant, sauer und süß, Leute. Der Ameisenhaufen. Cool. So schön. Ciao! Ja, das Projekt ist vorbei. Ich hoffe, dass ich dich motivieren konnte, inspirieren konnte, Kräuter zu essen. Und war sehr spannend. Ja, war sehr spannend. Ja. Perfekt. Das ist auch sehr wichtig. Leute, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Und entschuldige, dass so viel Wind da war, ich konnte es nicht ändern. Haut rein! Tschüss! Tschüss.